Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Red Rage Gaming Crew Channel. Ich bin's der Dan und wir machen heute eine Zeitreise zurück ins Jahr 2017. Denn da habe ich, wie man hier im Hintergrund sieht, versucht, den Rekord von Stefan Bellof 6 Minuten 11 auf der Nordschleife auf dem Nürburgring zu brechen. Und als hätte ich das irgendwie schon geahnt, gab es da tatsächlich ein Jahr später von Timo Bernhard ein Rekordversuch im selben Porsche 919 wie in Gran Turismo Sport. Doch was wäre, wenn das alles gar nicht passiert ist? Um das zu erklären, müssen wir eine Reise in die Vergangenheit unternehmen. Und diesmal geht es um alles. Herzlich willkommen zurück in der Vergangenheit im Jahr 1988. Diesmal fahren wir mit dem Porsche 967C über die Nürburgring-Nordschleife und wir müssen Stefan Bellofs Runde unterbieten. Damit Timo Bernhard nämlich gar nicht erst auf die Idee kommen kann, diese Runde noch schneller zu fahren. Also, wir packen jetzt unsere 7 Sachen zusammen, ziehen frische Schlappen auf die Karre und lassen ordentlich Gummi in den Kurven auf der Strecke. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal los. Jetzt etwa alles verloren? War alles umsonst? Ich glaube es nicht. Nein, es war zum Glück nur ein kleiner Schnitzer und wir können die Runde ohne große Verluste beenden. Bisschen Spaß muss sein. Schön,
So, jetzt wird es nochmal richtig spannend hier. Wir sind am Ende der langen Geraden der Nordschleife angekommen und bei 5 Minuten 20 jetzt auf der Uhr. Das wird eine richtig spannende Runde. Kurz vor Schluss, keine Fehler. Jetzt noch hier schön die letzte Kombination. Rechts herum, links herum und dann wieder eine rechte Kurve. Und dann schaffen wir es. Dann sind wir wirklich in einer sehr guten Zeit hier. Wunderbar, wunderbar. 5 Minuten 39, unfassbar. Gut gefahren, mein Lieber. Gut gefahren. Halten Sie es für möglich, dass Dan in der Vergangenheit die Runde schneller gefahren ist als Bellof? Oder haben wir uns das vielleicht alles nur so ausgedacht? Sie müssen sich jetzt entscheiden. Ich bin Ihr Moderator von X-Factor und wie immer, bleiben Sie gesund, Ihr Danathan Frakes. Ja, Leute, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, unser kleiner Schauspiel hat euch gefallen. Falls ja, lasst uns doch mal eine Kanalmitgliedschaft da oder ein Abo oben rechts. Unten rechts gibt es noch mehr Videos zum Anschauen von uns. Und ich würde mich freuen, euch hier wieder begrüßen zu können und kann eigentlich nur noch sagen, bis dann, euer Dan.